Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt suche? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir haben heute vor, diesen wunderschönen Saturn-ähnlichen Planeten anzubauen. Oder war es Jupiter? Nee, Saturn. Saturn hatte die Ringe. Genau. Oder Mustafa. Irgendwo gab es hier noch eine geile Galaxie, die hier rumflog. Aber die finde ich gar nicht. Vielleicht sieht man die auch nur an anderen Stellen besser. Egal. Das haben wir gar nicht vor. Wir wollen nicht Sterne gucken. Was wir wollen? Wir wollen uns um die letzte Munitionssorte kümmern. Aber erstmal wollen wir unsere Geschichte da rechts ein bisschen bereinigen. Und zwar gehen wir darüber. To-Do-Liste bearbeiten. Also. Da sind wir ja schon dran. Das läuft ja alles hier in unserer Spaghetti-Geschichte. Ne? Die 100 High-Speed-Ammo haben wir. Aber das sollten eigentlich Homing-Ammo sein. Ich glaube, ich habe einfach nur High-Speed dran geschrieben, weil ich nicht wusste, ich brauchte ja den Arm da. Homing-Ammo. Okay. Das bleibt noch. Der Spaß bleibt auch noch, weil das gehörte dazu, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das hier noch eintragen muss. Das stört mich irgendwie so ein bisschen. Dummerweise die Notizen verloren. Jetzt die richtige Folge wiederfinden, ist ein bisschen schwierig. Macht aber nichts. Auch mal weg. Passt. Weil ich aber schon mal vorbereitet habe, wir brauchen auf jeden Fall zwei Miner, wir brauchen ein paar Fabrikatoren, Konstruktoren, Manufaktoren und eine Raffinerie, ein paar Raffinerien. Das habe ich mir hier reingeschmissen für das, was wir heute vorhaben. Nämlich, wir wollen, jetzt ziehen wir mal ein bisschen runter, so. Was wollen wir eigentlich? Lass dich gleich mehr machen. Warte. Wir wollen hier hinten hin. Also wir sind ja hier mit unserer wunderbaren Fabrik. Und aus irgendeinem Grund zeigt dieses Ding hier. Kiste. Wasserturm. Warum zeige ich eigentlich kein Katerium an? Das ist faszinierend. Das Katerium, das hier besetzt ist, wird nie angezeigt auf der Karte. Fehlt mir hier irgendwas, um das anzuzeigen? Weil hier ist auch Katerium. Das wollen wir haben. Wir wollen dieses Katerium haben, diesen Kupfererz haben, aber von jedem nur ein. Hier rüberbringen. Und hier haben wir ja unsere Smokeless Gunpowder. Das können wir auch mal wegmachen, den. Hier mal die entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir unsere ganze Fabrik mit den, für die Munition und so. Das heißt, den Teil hier möchte ich gerne erweitern, um das Zeug, was ich brauche für Kupfer, oder was ich vorhabe mit Kupfer und Dingens. Weil da machen wir uns jetzt die Highspeed-Konnektoren, mit denen wir dann wiederum die Homing-Rifle-Ammo machen. So, das ist der Plan. Also gehen wir erstmal. Plan. Was war das? Okay. Hat's gewittert? Wie ihr seht, wir sind nicht mehr weit von der 1000 bei unserer Nuklearpasta entfernt. Und mir fliegt wieder ein Haar die ganze Zeit ins Auge. Das ist ein bisschen nervig. So. Hier runter. Wir gehen einkaufen. Stangen und Platten habe ich wohl genug, würde ich sagen. Das lassen wir auch hier. Beton haben wir. Gucken wir mal, was wir so mitnehmen können. Wir brauchen noch Stahlrohre. Stahlrohre. Das ist mir nicht das Stahlrohrproblem. Okay. Stahlrohre. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen 430. So und den wieder zurück. Okay. Haben wir. Wir brauchen Supercomputer.
Supercomputer sind hier vorne. Wir machen erstmal die Lampe an. So, Supercomputer. Ja. Haben wir. Verschmolzene Rahmen und Turbomotor muss ich gleich holen. Wir brauchen von den Kollegen was. Da reicht einer. Da können wir hier weiter runter scrollen. Rotoren haben wir noch. Kabel haben wir noch. Müssen wir überlegen, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen, aber erstmal sollte das reichen. Kupferblech haben wir eine ganze Menge. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen, weil wir müssen ja definitiv was machen. Andererseits ist das auch schon ordentlich. Im Zweifel holen wir halt nochmal welches. Motoren. Brauchen wir noch. Und hier unten der Spaß. Dann holen wir uns eben die Motoren, die direkt hier neben liegen. Nein, die gegenüber liegen, ne? Ja, die liegen da. Motoren brauchen wir. Die 6 tun wir zurück. So. Fertig. Die bauen wir jetzt deutlich schneller an. An, genau. Vor allem an. Wir brauchen noch einen davon. So, schwere modulare Rahmen haben wir hier vorne. Die machen wir jetzt auch deutlich schneller. So, damit haben wir den Spaß. Wir müssen. Moment, müssen wir uns frei halten. Da dürfte 20 stehen. Ich hoffe, da steht 20. Ich hoffe so sehr, dass da 20 steht. Wir schnappen uns hier nochmal ein bisschen was. Den tun wir weg. Wir setzen ihn durch den und sagen Tschüss. Und dann nehmen wir uns noch da ein bisschen mehr mit. Und das weg. Noch ein. Wie viel? Da haben wir 12, das ist auch gut. 1, 2, 3, die 25 kommen weg. Da. Passt. Einmal sortieren. Das da oben können wir auch alles noch eben weglegen. Das ist ja auch super. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Ja, sogar noch mehr frei. Damit. Ja, vielleicht sollte ich nochmal den auffüllen. Den und den anderen. Den auffüllen. Das sieht doch ganz gut aus. Und damit hier. Jetzt holen wir uns den anderen Spaß von da hinten und dann dürfen wir uns den Zug nehmen. Das läuft ja schon mal ganz gut hier. So, das hier sollte ich irgendwie nochmal schön machen. Das mache ich nochmal schön. Einmal da rum. Das muss auch irgendwie noch alles einsortiert werden, eigentlich da drüben. Ich habe unser Lager zu klein damals dimensioniert. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal ändern werde. Weil, einer. Das wird halt keinen Sinn machen. Wenn ich das jetzt nochmal anpasse. Wir wollen ja eigentlich gucken, dass wir so langsam Richtung Ende kommen von dieser Season. Ja, das werden wir schon schaffen. So, wir schnappen uns gleich hinzu. Oh, 15 Nuklear passt da. Ich meine, wir lassen die trotzdem weiterlaufen, bis der Spaß da voll ist. Also, ne, bis sich das alles zurückgestaut hat, weil jetzt dann zwischendurch wieder ausmachen, finde ich irgendwie doof. So, jetzt fährt natürlich unser Zug gerade eben weg. Wunderbar. Das ist wieder ein hervorragendes Timing. Das bedeutet, ich... was mache ich denn? Ja, komm. Darüber.
Nick. Oh, das war so knapp. Toll, ich kann das öffnen, aber ich kann nicht mehr einschalten. Fast hätte ich es geschafft. Na, fliegen wir so dahin. Ist ja auch kein großes Problem. Dann können wir uns den ganzen Spaß da hinten reinpacken. Das sind teilweise richtig doofe Zahlen, die ich da habe. Wobei, Moment. Da müssen wir eben aufpassen. Weil ich habe ja mal 100 aufgeschrieben. Das sieht dann nämlich wieder anders aus. 248 habe ich schon wieder 3. Wie sieht das denn jetzt mit den Gebäuden aus? 9 Assembler, 22 Konstruktoren. Wollte ich trotzdem alles hinkriegen. 3 Manufacturer und 20 Raffinerie. Ja, das schaffen wir schon. Im Zweifel hole ich nochmal zurück. Das sind Assembler 2,667. Das sind tatsächlich 2, die ich da brauche. Selbst mit. Egal. Jetzt schaffen wir. Ja, jetzt schaffen wir alles. Ach, ich habe vergessen, mir auch Wasser dazu zu holen. Das brauche ich ja auch. Ach, nichts. Gehen wir trotzdem hin. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Fliege ich erstmal dahin und gucke, dass ich den Kram fertig kriege. Also, da habe ich die Folge schon voll und kann danach nochmal die zusätzlichen Materialien holen. Wenn ich nämlich hingehe und einfach nur. Ne, kommt der Zug schon wieder zurück? Nein, noch nicht. Also, wenn ich da hingehe und einfach die. Das schon mal ranziehe, dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit, um mir die Materialien zu holen für die anderen ganzen Apparillos. War hier eigentlich was? Nein. Ich glaube, die hat die alle schon weggeboxt, oder? Hat der da vorne noch da oder habe ich den auch schon weggemacht? Mit meiner wunderbaren Skischarte da oben. Da liegt was von ihm rum. Sehr schön. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich erst recht nicht. Kriege ich doch. Sind beide tot, oder? Ja. What the fuck? Holy crap. Du interessierst dich nicht dafür? Okay. Du bist mir ein bisschen groß da und eklig und dich mag ich nicht. Bitte spring nicht. Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late.
Das sind doch Viecher, das ist ja Wahnsinn. Lecco mio. Die sind nicht böse gegen mich, ich bin böse gegen die. Ja, ist ja gut. Irgendwo ist hier was. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Okay. Gut, dass wir das wissen. Moment. Auch, wo ist es? Wo ist es? Ja. Danke. Ey, ich hab fast mein anderes Fenster verloren. So. Anzug? Nein. Das war wild. Was ist denn da oben jetzt kaputt gegangen? Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Das ist faszinierend. So. Also irgendwas da an dem Tunnel vorne an der Einfahrt designt habe, habe ich erzählt, glaube ich. Aber euch nie gezeigt, ne? Die Tunneleinfahrt sieht jetzt so aus. Wunderschön, oder? Ja, finde ich auch. Ist jetzt eigentlich nur noch Licht rein. So. Und das ist halt. Ach guck mal, da kommt der Zug. Na toll. Das ist quasi hier Hollywood. Hm? Das passt ja alles nicht so. Wahnsinn. Ja, dich brauchen wir sowieso nachher, weil ich würde vorschlagen, den ganzen Spaß, den wir jetzt bauen wollen, den setzen wir irgendwo hier hin. Ja, wir brauchen ja Raffinerien teilweise von da mit Öl, das könnten wir da rumlegen hier rein. Von der Seite mit entsprechend anderen Zeug. Wenn ich jetzt. Warte mal, ich habe 22 gesagt, ne? Ja, fehlt es mir an Stahlrohren. Fehlt es mir an noch was? Stahlrohren, Motoren. Alter, was knapp, was mir da fehlt. Ich guck mal eben, ob wir das hier im Bahnhof noch haben. Oder da oben. Irgendwofür hatte ich das Ding da auch hingestellt. Wofür hatte ich eigentlich diese Etage hier gemacht? Echt jetzt? Einer? Motoren easy. Sagte ich. Aber echt jetzt? Selbst das kriegen wir fast hin. Ohne dass ich jetzt nochmal woanders hin muss. Es scheitert an einem Träger. Wo habe ich eine Raffinerie, die ich einsparen kann? Brauche für die Pure Caterium Ingots 10,048 Raffinerien, damit das alles aufgeht. 10,048. Ich könnte um 4,8% einen übertakten. Also, ja, doch, auf 104,8%. Dann wäre ich da und spare mir genau diese. Das war super. Wenn ich mir eine spare, wie viel waren die jetzt? Moment, das kriegen wir raus. Okay, dann komme ich immerhin noch nicht mit meinen anderen Spaß hier an. Aber wir machen erstmal, pass auf, wir sagen ja Caterium und Kupfer kommt ungefähr von da. Oder? Muss ich mich erstmal orientieren hier. Karte. Wohin gucken wir? Wir gucken dahin. Da ist das. Da kommen wir rüber. Ungefähr da beim Schwefel kommen wir an. Da irgendwo. Jetzt, wenn ich das da langlege, wir kämen hier rein. Das wäre doch optimal. Das heißt, ach guck mal, hier unten haben wir auch noch so viel Platz. Kriegen wir es hin? Moment. Raffinerie. Wir packen die Raffinerie. Jetzt, so, dann geht mir der Strom aus. Ne?
ging schon so weit weg. Ja. Das schon. Einmal auf dem Boden. Einmal auf dem Boden der Tatsache. Wir wollen hier hin. Eigentlich will ich... Oh, manchmal ist das ein bisschen störend. Hier auf diese Ecke. Und dann möchte ich dich da hinsetzen. Wow. So. Dann setzen wir zwei. Drei. Vier. Fünf. Gehen hier rüber. Und es kommt dabei ja nur die Ingots raus. So. Dahin. Zwei. Drei. Vier und fünf. Nicht hier hinten runterfallen, das wäre nämlich doof. So. Du hier machst Bakteriumbarren. Du kommst Sonnäumel da rein. Du machst das bitte mit 104,8. Warum auch immer. Passt. Wahrscheinlich, also ich soll eigentlich 0.571 Teile pro Minute da irgendwie rauskriegen. Das bedeutet, wenn ich hier 571 eingebe, sind das 104, genau. Wir machen das, wir stellen das genau auf das ein. So. Haben wir. Ansonsten, du Kollege, machst bitte Bakteriumbarren, kopierst mir das. Und wir packen das dahin, dahin, dahin. Jetzt schön, wenn ich noch irgendwo eine Stelle hätte, wo ich was einsparen kann. Durch Übertakten. Habe ich noch irgendwas? 3,2 für Kupfer. Die wollen da wirklich 4 Stück haben. Das ist doch Quatsch. Aber ansonsten kann ich nichts einsparen. Die anderen sind alle unter. Polymer Resin. Wenn ich da sowieso mehr reinpacke, dann kann ich doch dafür brauche ich nochmal extra Smokeless Powder. Ach so, weil ich... Ja, okay. Vergessen wir das? Moment. Da habe ich nämlich was falsch gemacht. Ich packe ja jetzt das Doppelte da rein. Wie sieht denn das denn aus? Buildings? Da habe ich nämlich 2 eingespart. Okay, das ist wenigstens gleich geblieben, Gott sei Dank. Dann sind es 2,095. Also sind nur 2, das heißt eigentlich wird 3 gerechnet. Guck mal, da habe ich die dritte eingespart. Wie ich dich hier neben noch? Nein, kriege ich nicht, weil du da oben noch so ein... Oh. Da kriege ich dich hin. Wenn ich dich jetzt so hinstelle. Ich habe hier genug Platz. Okay, die beiden sind Kupfer. Das ist ja easy. So, das haben wir schon mal. Einen Teil von dem ganzen Spaß verstehe ich nicht so richtig, aber egal. Du, Kollege, machst bitte, was habe ich gesagt? Wo bist du hinten da oben? 5, 7, 2,
109,4106. Was ist das? 57,2. Ja, wird schon. Total seltsam. Das sind seltsame Werte. Macht aber nichts. So. Da haben wir das nämlich schon mal stehen. Die restlichen. Habe ich die jetzt auch dahin? Wieder mein Aufnahmefenster. Ich. So. Jetzt sind die anderen, die wir brauchen. Gucken wir mal eben. Warum Polymer Resin, Coated Cable. 1, 2, 3. Kommst denn du auf 20? Okay, da unten sind 11. 14, 15, 16, 17. Ich komme auf 17, wenn ich hier nachzähle. Übersehe ich einen? 1, 2, 3. Plus die 14 sind 17. Bin ein bisschen blöd und raff das nicht. Ich guck nochmal. Also. Du sagst mir, ich brauch 20 Konstruktoren. Nicht 20 Refineries, 20 Konstruktoren. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also. Nee, erst noch das andere Fenster. Komm. Das war. Danke. Also. Nochmal. Wir haben jetzt 12 Stück da schon stehen. Das heißt, uns fehlen nur noch 5. Damit sind wir hier safe mit allen. Dafür müssen wir die Konstruktoren auf 20 erhöhen. Die Manufaktoren, da müssen wir noch einen dazu packen. Auch das interessiert mich da überhaupt nicht. Ha, bin ich glücklich. Und selbst das könnten wir noch auf wieder 2 reduzieren und ein bisschen hin und her und so. Ne? Wunderbar. Hey, guck mal an. Dann setzen wir noch, wenn wir gerade sowieso hier den Spaß so schön haben, da lassen wir ein bisschen mehr Platz und setzen einmal Freiräume überlappen sich. So ein bisschen mehr Platz. So. 1, 2, 3, 4. Und hier willst du nicht, weil sich Freiräume überlappen. Wie hier. Was überlappt sich? Eigentlich müsste ja alles funktionieren, aber das muss in Maschinen reinlaufen. Ja, okay, das geht in die Maschinen rein. Ich verstehe. Ich verstehe dein Problem. Dann setzen wir dich halt. Da ist noch ein. Dahin. So. Wir haben die ganzen Apparillos schon mal. Wir haben da vorne Kupfer. Wir haben eine Kettensäge in der Hand. Sehr schön. Also das wäre schon mal der erste Teil von dem ganzen Kupfer machen. Ein bisschen was wird mit Öl gemacht. Ein bisschen, das können wir uns von da vorne ziehen. So, da ist wieder Sonnenspaß. Ja. Nichts. Wir warten eben das Autosave ab, dann hole ich mir ein bisschen Munition, um hier ein bisschen rumzuspielen und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir die Caterium und die Kupferquelle finden. Wasser haben wir hier vorne direkt, da brauche ich noch nicht mal so weit weg. Das habe ich vergessen. Oh, da könnte ich mir nochmal nachgucken, wie viel Wasser ich jetzt brauche. Das wäre ganz sinnvoll.
Moment. Visualisierung. Na komm. 300. 300 kriege ich aus einem raus. So, da kann ich das besser sehen. Und dahinter ist der Kollege. Machen wir es einmal so. 300. Wenn überhaupt, also noch nicht mal zu. Wasserextraktor, Wasserextraktor, einen dazu. Auch dafür haben wir alles dabei. Ja. Den wollte ich wegmachen. Das bedeutet aber auch, wenn ich hier runterfalle, ist das doof. Nehmen wir den hier ins Wasser rein. Das Wasser gildet nicht. Wie gemein ist das denn? Dann gucken wir mal hier vorne. Kommen wir hier noch drunter? Wetter aufheben, genau. Okay. Wasser ist ziemlich einfach. Hopp. Dann machen wir den. Da dran. Ich brauche eigentlich 276, knack. So ein Quatsch fangen wir gar nicht an. Ballern. So. Und das schnappen wir uns direkt von hier. Das heißt aber auch, ich brauche eine. Mache ich mit oder ohne Indikator? Ja, komm. Ich mache mal ein bisschen ohne. So, jetzt gehen wir hier vorne in die Ecke. Wo wollen wir denn rein? Jetzt wäre es gut zu wissen, bis wohin ich die Dinger gebaut habe, weil da könnte ich dann nämlich sagen, okay, ich gehe knapp davor rein. Aber... wir machen jetzt einen anderen Ansatz. Wir gehen einfach hin und schätzen. Ist mir zu weit weg. Und wenn ich hier nicht schwebe. Was? Wow. Holy crap. Was war's da, war das denn? Cool. Ups. Sag mal. Hey, hey, hey. Wo ist meine Knarre? Ja. Ich brauche Strom. Okay, Kollege. So haben wir nicht gewettet. Da bist du. Okay. Holy crap, ey. Mach doch nicht so was mit mir. Ich bin noch alt. Warum versteckst du dich da? Da ist noch so einer.
Ihr habt andere Geräusche bekommen. Das ist nicht okay. Okay, du bist weg. Eieieiei. Ja. Da ist mir der Arsch auch gut die Mann gegangen. Okay, bis hierhin komme ich nicht. Will ich dich da unten haben? Will ich dich da unten haben? Will ich dich hier rüberziehen? Warte mal. Wir machen das so. Da. Eins, zwei. Du gehst nicht bis dahin. Dann kommst du hier noch einmal dazwischen. Oh. Andere Seite, danke. Nee. Da kommt jetzt das hin mit Anzeige. Und du kommst bitte da dran. So, dann sieht das sogar schön aus. Nee. Nee. Ich glaube, den will ich auch mit Anzeige haben. Ja. Und wir setzen uns. Ja, ist ja gut. Wir setzen uns hier eine Pumpe drauf. Können wir uns leisten. So, die Pumpe pumpt, das geht nach oben. Guck mal, haben wir den Spaß doch hier durch. Wunderbar. Eigentlich wollte ich Munition holen, ne? Damit hat der ganze Spaß mal angefangen. Wir wollen in die Richtung, ne? Ich habe gesagt, hier ungefähr müsste das sein. Das heißt, da kann ich mir eine neue Markierung setzen. Die ich dann auch sehe. Icon auswählen. Was haben wir denn da? Stempel. Stempel ist gut. Was zeigt mir eine Ressource? Soll das eine Ressource darstellen? Felsen. Fragezeichen. Biomasse. Höhle. Absturz. Kiste. Kreatur. Schnecke. Frucht. Warm. Innenstrahlung. Fischkeiten. Fragezeichen. Auswählen. Katerium. Ja, Katerizum. Richtig. Katerizum. Wir wollen unbegrenzt auf den Kompass übernehmen. Dann kann ich, die Farbe kann ich auch noch ändern. Ne? Farbe auswählen. Yes. So. Okay. Das heißt, ich müsste da einen roten Strich in der Landschaft sehen, irgendwann. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann ziehen wir das jetzt auch so durch. Mich hier hoch. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt noch die Spreng-Dinger hier. So. Will nur gucken, wo ich die drin habe. Hallo Kollege, was produzierst du? Kabumstachel will doch keiner. Was produzierst du? Kabum könnte ich mitnehmen, will ich aber nicht. Was machst du denn? Du machst Kabumstachel. Von dir möchte ich ein bisschen mehr mitnehmen. Wahrscheinlich verschätze ich. So. Das ist gut. Da läuft jetzt ein bisschen was an. Das heißt, wir können hinten in die Richtung gehen. Irgendwo hatten wir jetzt da. Und drüben geht es nämlich weiter. Komm, dann können wir jetzt auch. Breaking news from Earth. Widespread chaos.
chaos and mayhem, a world president urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Aha. Ja, komm. I do my part. I have done my part. Bums. Oh. Hey. Schon wieder so spät. Okay. Okay. Ja, dich wollen wir haben. Okay, Kopf sind 4 Schüsse, Arsch sind 5. Wunderbar. Dass wir drüber geredet haben. Welche Richtung? Die Richtung war hier. Darüber sieht gut aus. Also, komm her. Ich setze mal dahin. Verbinden dich dann mit. Ja, einmal fallen, genau. Verbinde ich dann mit da und wir sind an dem Netz wieder dran. Neues Biom, ruckel ruhig ein bisschen. Lang. Festplatten hatten wir alle, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ist das nicht wunderbar? Da unten ist ein Dogo, hier ist irgendwas hostile. Wir wissen das. So, da vorne rum, da runter, da rüber, da hinten hin. Ja, komme ich mit klar. Da sehe ich schon mal ein bisschen Kalkstein. Wir fliegen jetzt hier bis da vorne hin. Und suchen einmal nach Katerium. Die Richtung 280 Meter. Das wollen wir auch. Da sind wir nicht ganz so falsch. Du bist praktisch hier in der Luft, wo die Viecher auch nicht hinkommen. Schön. Hab ich gesagt, die Richtung war das, ne? Kommst du mit? Ja. So, dahin. Meter und du bist 52 Meter. Ich habe so eine Vermutung, was hier drunter ist. Oh, Katerium! Huch! Wie konnte das nur passieren? Da unten ist das andere. Okay, das ist ja easy. Das haben wir schon mal. Also Produktion. Wir packen uns den Miner Mark 3 da drauf, für den uns noch Sachen fehlen. Diese Sachen müssen wir uns eben machen. Und zwar eben falsch. In der Ausrüstungswerkstatt. Die können wir da hinsetzen, können dorthin gehen und sagen, wir hätten gerne keinen Platz im Inventar. Wir schmeißen dich raus, dich raus und dich raus und sagen dann, hallo? 1, 2 und die Nummer 3. Mehr brauchen wir auch nicht und können dann den Kollegen da so hinsetzen und uns überlegen, auf wie viel übertakten wir. Eigentlich brauchen wir davon nur
200 irgendwas, 260 oder so. Aber 160, 480, 600, passt schon. So, damit haben wir es hier geschafft. Ich besorge bis zum nächsten Mal noch das Kupfer von dort. War es ja jetzt nicht mehr so weit. Also du bist einfach nur fertig und ich dachte schon, hier macht wieder einer Stress. Du kannst weg. Und dann haben wir das. Das Zeug bringe ich dann auch noch. Guck mal, die Ecke ist ja auch schon richtig. Ja. Dann bringe ich das Zeug darüber, damit wir da weitermachen können. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.